18 Milliarden US-Dollar Gewinn, ein Betrag, den wir uns so gar nicht vorstellen können. Und Apple hat das in 90 Tagen erwirtschaftet. Warum diese Quartalszahlenkonferenz alle Rekorde bricht und wann die Apple Watch kommt, erfahrt ihr nach dem Intro. Mein Name ist Jürgen und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Around the Apple in 99 Sekunden, zur neuen Ausgabe im neuen Jahr, freue mich schon drauf. Und heute geht es um die Quartalszahlenkonferenz von Apple, die unglaublich erfolgreich war. Ganz kurz nochmal, Apple hat vor kurzem ihre Zahlen bekannt gegeben, wie viele Verkäufe, wie viel Gewinn aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Quartal, also Oktober, November, Dezember 2014, und sie waren einfach beeindruckend gut, die Zahlen. Zum einen hat Apple insgesamt 74,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und davon immerhin noch 18 Milliarden Dollar Gewinn, was einfach unglaublich gute Zahlen sind im Vergleich zu Google, Microsoft oder Samsung, der vor kurzem eingeknickt ist, ist es um weit mehr. Warum dieser große Erfolg? Zum einen klarerweise, iPhone hat, oder auch allgemein die Apple-Geräte, haben eine sehr große Gewinnrate, also viel von diesem Kaufpreis geht direkt an Apple und muss nicht an weiter irgendwelche Betriebswege oder Herstellung gezahlt werden. Zum anderen hat Tim Cook auch einiges richtig gemacht im Vergleich vielleicht zu Steve Jobs, zum Beispiel das größere iPhone, was der Steve Jobs lange verneint hat, war nun doch ein Riesenerfolg und gibt so auch Tim Cook zum Teil recht. Ganz kurz nochmal ein paar wichtige Zahlen, die ihr zur Not nochmal auf apfelike.com nachlesen könnt, Link dazu unten in der Beschreibung, nämlich zu den Verkaufszahlen. Apple hat im letzten Quartal 74,5 Millionen iPhones verkauft, 21,4 Millionen iPads und 5,5 Millionen Macs. Unglaublich gute Zahlen, und Apple hat auch den Apple Watch Release Termin bekannt gegeben, der ist im April, da startet wahrscheinlich der Vorverkauf. Das alles dazu. Mehr Informationen findet ihr immer auf apfelike.com. Lasst gerne euer Kommentar unten in den Kommentaren. Das war's von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.